Ich bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet. Und jetzt hier in Deutschland, weil wir immer noch nicht die Aufenthaltsbestätigung haben, kann er nicht arbeiten. Und gestern haben ganz viele zu Hause gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche? Und dann war ich für 2 Minuten weg und habe selber überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Und habe keine Antwort dazu gefunden. Also ihr habt keinen genehmigten Asylantrag? Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Und ihr solltet wieder zurück in den Libanon? Genau. Ja, genau. Und dann ging es mir halt richtig schlecht. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist erstmal eine Genehmigung da, aber wir waren in Berlin bei der Botschaft, haben die libanesischen Pässe geholt und jetzt warten wir in der Ausländerbehörde, bis eine Antwort kommt. Ich möchte auch ehrlich gesagt meine Familie wiedersehen, weil das ist echt sehr heftig, dass ich seit 4 Jahren meine Familie nicht gesehen habe. Meine Tante, Oma und Opa, das ist wirklich das eine der Dinge, die mich halt bedrücken. Also wir müssen ja bei den Asylanträgen gucken, gibt es einen Grund dafür, dass Asyl beantragt wurde. Und was eine Sache ist, die wir jetzt verändern wollen, das haben wir jetzt diskutiert auch mit den Bundesländern, wenn jemand 4 Jahre hier ist, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, so und jetzt hast du schön Deutsch gelernt, bist integriert und jetzt stellen wir fest, nach 4 Jahren, das ist eigentlich gar kein richtiger Asylantrag. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele ja auch, kommst du direkt aus dem Libanon oder eigentlich aus Syrien vorher? Libanon. So. Libanon gilt jetzt nicht als ein Land, was nun, sagen wir mal, direkten Bürgerkrieg hat. Genau. Das heißt, dort leben sehr, sehr viele Menschen, die sind in Flüchtlingslagern auch, die Palästinenser. Das sind keine sehr guten Umstände, in denen man lebt. Das wissen wir. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind in noch größerer Not, weil sie vor dem Bürgerkrieg fliehen und denen müssen wir erstmal den Asylantrag genehmigen. Was aber nicht gut ist, ist, wenn es so lange dauert. Und das müssen wir ändern und da haben wir jetzt mit den Ländern auch darüber geredet. Und dann werden wir mal überlegen, wie gehen wir mit denen um, die schon viele Jahre hier sind und immer in so einem Zwischenzustand sind. Und da wollen wir jetzt ein beschleunigtes Verfahren machen. Davon könntest du vielleicht auch profitieren. Und dann sagt man ja oder nein. Aber wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Ja. Und mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Na, ist klar. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn man sagen, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter 4 Jahre erst hier sitzt und dann entscheidet man. Das muss sich ändern. Ja, weil ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere. Klar. Genau. Ja. Also ich möchte studieren, wirklich wie, ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Wäre doch schön, wenn Sie das Gesicht von Riem dann mitnehmen in Zukunft und immer, wenn Sie über dieses beschleunigte Verfahren reden, rufen Sie sich nochmal das nette Gesicht ins Gedächtnis und das spornt dann an, Frau Bundeskanzlerin. Wozu? Schneller zu handeln oder? Das aktiv auf den Weg zu bringen. Da sind wir dabei, da sind wir jetzt wild entschlossen, weil das nicht geht. Wir haben so viele,
Wir haben so viele Familien, die, wo die Kinder dann in die Schule gehen, und das müssen wir verändern. Das kann man da einen Zeitraum abstecken, wild entschlossen bedeutet? Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle... Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja?